Am 15. Juli habe ich die Gelegenheit, Ihnen im Rahmen unserer Vortragsreihe über jüdische Persönlichkeiten einen meiner ganz besonderen wissenschaftlichen Helden vorzustellen, nämlich Sir Bernard Katz, ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Physiologie, Medizin im Jahr 1970 für seine bahnbrechenden und wunderschönen Arbeiten zur Funktion von Synapsen im Nervensystem. Und über einige dieser Versuche werde ich natürlich etwas erzählen und ich verspreche gleich, dass Sie, egal wie wenig oder wie viel Sie über Synapsen schon gehört haben, auf jeden Fall etwas davon mitnehmen werden. Aber es soll nicht nur ausschließlich um die Wissenschaft gehen, sondern ich möchte Ihnen auch ein bisschen berichten über die persönliche Entwicklung von Bernard Katz als staatenloser, russischstämmiger Jude in Leipzig, nach dem Ersten Weltkrieg groß geworden, bis hin zu seiner Entscheidung, recht früh getroffen, auszuwandern nach England und dort seine weitere wissenschaftliche Laufbahn zu absolvieren, auch in England, trotzdem extrem schwierig. Also auch dieser Aspekt wird unglaublich spannend sein und kontrastieren auch mit der Klarheit und Einfachheit seiner Experimente. Würde mich freuen, wenn wir uns am 15. Juli sehen.